Ich erteile ihm dieses. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es fängt ja schon mit den Zwischenrufen an, bevor ich noch angefangen habe. Aber ich habe nur 5 Minuten, also ich gehe nicht so sehr auf die Zwischenrufe ein. Was vielleicht sogar schade ist, weil bei so viel Tränendrüse, die da jetzt gedrückt wurde, sollte man schon ein bisschen auf den Boden der Realität auch wieder zurückkommen. Wir hören die ganze Zeit nur von den vielen Flüchtlingen, die zu uns kommen und dass die alle schutzbedürftig sind. Und wenn wir uns dann anschauen, dass im Jahr 2013 von 6.860 Anträgen 5.435 abgelehnt wurden, da muss ich mir dann schon die Frage stellen, wenn nur 20% von den hier einen Antragstellenden angenommen wurden, wo ist denn da die Schutzbedürftigkeit? Ist es nicht vielleicht auch so, dass wir hier zu einem Gutteil auch von Wirtschaftsflüchtlingen sprechen? Und ist es nicht vielleicht auch so, dass wir uns mit diesem Import von Wirtschaftsflüchtlingen nicht nur Probleme am Arbeitsmarkt, von denen möchte ich heute gar nicht reden, sondern vor allem auch soziale Probleme direkt in unsere Ballungszentren importieren? Ich möchte, ist vielleicht ein bisschen unorthodox, aber ich möchte mich trotzdem bei der Frau Innenministerin bedanken. Und zwar bedanken für den großen Einsatz, der am vergangenen Freitag stattgefunden hat, für diese Schwerpunktaktion. Wir haben diese Schwerpunktaktion gehabt gegen den Dschihadismus in Österreich. Jetzt kennen wir dieses Thema seit vielen Jahren. Auch da haben wir immer gehört, mein Gott, die Freiheitlichen, die übertreiben immer so. Wenn man ein bisschen in die Vergangenheit zurückblickt, im Jahr 2005, da gab es den Imam Abu Mohammed, riesige Geschichte in der Presse, der hat damals das islamische Kriegsrecht als taugliches Mittel bezeichnet. Das hat er auch in seiner Moschee gepredigt. 2007 gab es den Imam Adnan Ibrahim in der Schura-Moschee, der hat vom Märtyrertum gesprochen, das so erstrebenswert wäre für jeden islamischen Kämpfer. Das waren alles die Vorboten dessen, was wir heute erleben. Das sind alles die Vorboten dessen, vor denen wir über Jahre hindurch gewarnt haben. Wir haben über Jahre hindurch gewarnt und sind immer abgeschasselt worden. Das ist genau dasselbe, was wir jetzt gerade gehört haben von meiner Vorrednerin. Die sagt, ja, das ist so furchtbar und diese Freiheitlichen und dieses politische Kleingeld. Ich kann es nicht mehr hören, vor allem das Kleingeld kann ich nicht hören. Wenn, dann ist das politisches Großgeld, weil das sind nämlich die großen Probleme, die uns hier beschäftigen. Das sind nämlich große Probleme. Jetzt habe ich Ihnen gerade erklärt, dass wir nur 20% von denen, die hier einen Antrag stellen, anerkennen. Ein Gutteil von den Abgelehnten kommen aus Afrika und Sie sprechen da jetzt davon, was ist mit den Flüchtlingen? Ja, schauen wir uns an, wie viele Flüchtlinge bleiben und hätten wir nicht die letzten Jahre jeden, der hier angeklopft hat, Quartier gegeben, dann hätten wir auch heute den Platz dafür, dass wir die wirklichen Flüchtlinge, und die gibt's, die spreche ich überhaupt nicht ab, nämlich jene Flüchtlinge, die aus den Kriegsgebieten kommen, dann hätten wir den Platz, dann bräuchten wir heute nicht über EU-Quoten reden. Weil da, Frau Bundesinnenministerin, möchte ich Ihnen deutlich widersprechen. Ich halte das nicht für erstrebenswert, hier eine EU-Quote auf europäischer Ebene auszuhandeln, aus einem ganz einfachen Grund. Es hat sich bisher schon gezeigt und die Medienberichterstattung lässt vermuten, dass diese Quote aufgrund des Bruttoinlandsprodukts festgelegt wird. Und wenn das wirklich so ist, dann haben wir künftig noch größere Probleme, als wir jetzt schon haben, weil wir wissen alle, dass das BIP einkommensberechnet auf die Pro-Kopf-Einkommen der Österreicher im EU-Durchschnitt ein relativ hoher Betrag ist. So, wenn wir jetzt eine Quotenberechnung aufgrund des Bruttoinlandsprodukts haben, können wir uns heute schon ausrechnen, wie es in ein paar Jahren hier ausschauen wird. Darum lehnen wir diese Quotenberechnung ab. Aber lassen Sie mich abschließend, ja schauen Sie, Herr Kollege, wir können nicht einmal mehr diesen Faktor 1:10 mit der Bundesrepublik Deutschland hernehmen, weil wenn Sie es umrechnen auf die Pro-Kopf-Einwanderung, nehmen wir heute schon wesentlich mehr Flüchtlinge auf als die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wir haben uns hier nichts vorzuwerfen. Die Republik hat sich hier nichts vorzuwerfen. Vorzuwerfen haben wir all jenen Leuten, die in der Vergangenheit Menschen in dieses Land geholt haben, teilweise auch, weil es ein Riesengeschäft war, das muss man nämlich auch dazu sagen, und hier heute einfach ein Quartiermangel ist. Aber ich möchte abschließend ein Zitat bringen vom 1.12. diesen Jahres, wo die APA schreibt, bosnische Zelle in Wien ist die stärkste Dschihadistengruppe Europas. Das sollte man sich tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn wir heute von diesem Problem sprechen, dann braucht man eigentlich nur einen Blick auf den Balkan machen. Für die Leute, die einmal Zeit haben, schlage ich vor, sie sollen einmal nach Sarajevo fahren. Ich war im Jahr 1999 dort und ich war letztes Jahr dort.
Sarajevo hat sich in dieser Zeitspanne kaum verändert. Das Einzige, was sich tatsächlich verändert hat, das sind die großen Moscheen, die dort stehen. Das sind die großen Moscheen, finanziert aus Saudi-Arabien. Das ist das wahre Problem, das steht vor der Haustür Europas. Und dem sollten wir uns annehmen und nicht bitte immer Krokodilstränen verquetschen, wenn man auf der anderen Seite sieht, dass von den vielen tausenden Menschen, die zu uns kommen und um Asyl bitten, nur ein ganz, ganz geringer Satz von unseren Gerichten auch als Flüchtlinge anerkannt wird. Die Mehrzahl derer sind Wirtschaftsflüchtlinge und wir können nicht das Armenhaus für Europa und für die ganze Welt sein. Dankeschön.